Heute werde ich euch mal zeigen, wie ich meinen Feuerdorn-Bonsai umtopfen werde. Ja, zudem ist auch ein Wurzelschnitt geplant und eventuell wird er auch noch ein klein wenig in Form geschnitten werden. Ja, und der Kleine, der kommt jetzt erstmal hier aus der Schale hinaus und er erhält außerdem noch eine neue Bonsai-Schale. Die ist jetzt eigentlich einen Tacken zu groß, aber es gab sie jetzt nicht in der 100% passenden Größe. Ich nehme ihn jetzt hier erst einmal aus dem Topf hinaus. Mit dem Wässern hatte ich jetzt auch ein paar Tage gewartet. Dann hat man es nämlich einfacher, hier das Substrat nachher abzufirmen. Ja, ich bin jetzt letzten Endes der Meinung, dass dieser Topf jetzt nicht so, ja, ich sag mal zu 100% zu dem Feuerdorn passte. Bin mal gleich gespannt, wie er sich hier in den Blauen drin machen wird. Jetzt habe ich hier eine Wurzelkralle am Start. Und mit dieser Wurzelkralle firme ich jetzt das alte Substrat hier mal ab. Unkräuter werden natürlich auch im Vorfeld entfernt werden. Der hatte mal Probleme mit diesem roten Klee. Also wenn ihr bei euch roten Klee sehen solltet, in den Fugen, Bonsai oder in den Beeten, sofort entfernen. Und was dem auch widerfahren war, das war der Hammer, war aber jetzt nicht so schlimm. Hier war eine Maus in der Werkstatt und die hatte an dieser Stelle wirklich ein bisschen rumgekratzt. Von daher sind hier jetzt auch ein paar Wurzeln locker. Aber die Maus ist jetzt mittlerweile erfolgreich hier ausgezogen. Und ja, dann werde ich das Ganze aber jetzt auch mal für euch aus einer anderen Perspektive mal zeigen. Der Gute ist jetzt mittlerweile auch dabei, hier neue Wurzeln auszubilden. Ja, und den Feuerdorn, den topfe ich immer so alle 2 bis 3 Jahre um. Aber ich wollte jetzt auch mal unbedingt eine neue Schale für ihn haben. Letzten Endes hätte er jetzt noch ein Jahr in der Schale drin bleiben können. Aber wie gesagt, der sollte jetzt mal unbedingt eine andere Schale kriegen. Wo ich halt der Meinung bin, ist ja letzten Endes immer alles Geschmackssache, dass diese neue Schale halt auch besser zu ihm passt. Weil der ist irgendwie nie so richtig zu 100% zur Geltung gekommen. Ja, wobei mit dem Umtopfen hier, schaut euch das mal an. Uiuiuiui. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass er so viele Wurzeln ausgebildet hatte, aber ist ja ein gutes Zeichen. Hier einfach auch mal das alte Substrat vorsichtig abschuckeln. Und das alte Substrat wird jetzt nicht gleich zu 100% entsorgt werden, sondern ich werde das mit dem neuen Substrat dann mischen. Ja, hier hatte auch irgendjemand dran rumgeknabbert. Aber was willst du machen? Der Worst Case war mir passiert bei einem Projekt mit einem, wie heißt es, Ahorn auf Stein. Das dauert aber noch, bis der mal wieder ein neues Video erhält, weil so schnell wachsen die ja nun mal nicht. Da hat diese Maus an der Rinde geknabbert, an der Stammbasis. Ich habe das jetzt einfach mal so gelassen und warte mal ab, wie Mutter Natur das von alleine regeln wird. Uiuiuiuiui. Wahnsinn, ne? Schaut euch mal die Wurzeln an. Im Hintergrund hört ihr im Übrigen gerade meinen Hund Imelda. Keine Ahnung, was die hat. Das schneiden wir hier gleich alles ab. Das kann ruhig weg. Ich habe jetzt gerade noch gedacht, hätte ich im Nachhinein doch eine flachere Schale kaufen können in meinem Bonsai-Zentrum. Aber ich habe mich da auch hervorragend unterhalten, weil ich sag mal so, mit den flachen Bonsai-Schalen, also von der Höhe her, die Bonsai-Schale, wenn die so richtig flach ist, das Ganze sieht natürlich auch wieder cooler aus bei so einem Bonsai. Aber ich bin nun mal auch berufstätig und kann mich nicht im Sommer zu 100% immer um das Wässern kümmern. Teilweise werden meine Bonsai im Sommer, die stehen dann auch, also er hier zum Beispiel steht dann sonnig, die werden dann morgens gegossen. Im besten Fall erbarmt sich jemand und wässert die mittags und dann halt noch am Abend. Ja, und wenn der halt in ganz, ganz flachen Schalen steht, dann muss man den auch halt relativ häufig wiederum wässern, was ich einfach zeitlich nun mal nicht gebacken bekomme. Machen wir mal eben so ein bisschen beiseite. Ne? Deswegen gehe ich jetzt bei meiner Schale mehr so, ja, auf praktisch, dass ich halt nicht so einen Stress mit diesen Wässern bekomme. Ich will ja nicht, dass dann der Bonsai mir im schlimmsten Fall noch eingeht. Aber man muss auch mal sagen, was so eine Bonsai-Schale angeht, da gehen die Meinungen dermaßen auseinander und jeder hat auch letzten Endes einen anderen Geschmack. Man sollte immer das machen, was man selber am schönsten findet. Und ich arbeite hier auch nicht immer 100% irgendwie nach einem Lehrbuch, weil ich persönlich würde auch sonst wirklich die Freude dran verlieren. Man kann jetzt über diesen Feuerdorn auch sagen, was man möchte. Der ein oder andere sagt, ach nee, der ist überhaupt nicht toll. Ich finde ihn toll, bin mittlerweile die 2. Besitzerin. Ich schätze mal vom Alter her, der ist auf jeden Fall über 20 Jahre alt. Vielleicht geht er auch schon an die 30. Ich mag ihn und das ist die Hauptsache bei euren Bonsai. So, jetzt hat er ja hier dieses schöne Moos. Ich finde es ja optisch klasse. Kommt auch immer drauf an, was das für ein Moos ist. Aber hat den Nachteil, das Moos weicht euch hier den Stamm auf. Dass dann halt der Bonsai letzten Endes leidet.
Es gibt auch Moos, da scheint es okay zu sein, wenn das am Stamm ist. Aber ich werde das jetzt hier sicherheitshalber mal abfirmen. Ich frage mich gerade, was Imelda hat. Naja, wer weiß, was die gerade draußen sieht. Oder die unterhält sich hier gerade mit uns, kann auch sein. Macht das jetzt hier nicht zu 100% ab, das Moos. Man könnte jetzt auch dafür eine alte Zahnbürste nehmen. Oder wenn man halt hier die Wurzelgeschichte jetzt so macht wie ich und man ist jetzt hier gerade wirklich noch am Anfang der Bonsai-Geschichte, dann kann man das auch mal mit einem Schaschlik-Spieß machen. Das geht dann auch. Ne, man muss nicht immer gleich alles sofort kaufen, um sich einen Bonsai halten zu können. Ich habe dann auch im Laufe der Zeit halt hochwertige Scheren gekauft. Meine, wen es jetzt interessiert, die sind von Okazune. Und man könnte sogar theoretisch gesehen am Anfang erstmal auch mit einer Rosenschere schneiden. Hauptsache, die ist schön scharf, die Schere. Ne, wenn ihr jetzt gerade wirklich am Anfang des Bonsai-Themas sein solltet. Ja, was wollte ich jetzt noch erzählen? Ich denke, ich werde das jetzt hier mal ein bisschen beschleunigen. Das schneiden wir nachher auch mal ab. Das sieht, ich glaube, das ist sogar ab, oder? Ah ja, ist sogar ab. Da war auch eine gewisse Maus wohl mal dran, ne? Ja, gut. Unkräuter und Moos habe ich jetzt weitestgehend entfernt und dann schneiden wir jetzt hier mal die Wurzeln zurück. Wahnsinn, was der gewachsen ist. Zack, zack, zack. Ihr könnt ja alle weg. Aber hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich bin gerade am Überlegen, wann ich den Guten das letzte Mal eigentlich umgetopft hatte. Ich glaube, das war sogar, jetzt muss man überlegen, war das letztes Jahr? Ja, sagen wir mal auf jeden Fall vor 2 Jahren. So dickere Wurzeln, die kürze ich jetzt ein bisschen stärker ein, weil wir möchten auf Dauer ganz viele schöne, feine Wurzeln haben. Hier kann auch noch etwas abgeschnitten werden. Was wollte ich euch noch erzählen zum Feuerdorn? Ach ja, Schädlinge. Achtung, da sind gerne mal Schildläuse dran. Ich habe jetzt hier gerade sogar 3 Schildläuse entdeckt. Ich frierme die aber per Hand ab. Spritzen würde da sowieso meistens nichts bringen bei den Schildläusen. Ist jetzt zumindest meine Erfahrung. Man kann mich auch gerne eines Besseren belehren, aber ich persönlich setze keine Spritzmittel ein. Ich friere das wirklich per Hand ab. Oder ich benutze Hausmittel gegen die normalen Läuse. Zum Beispiel grüner Tee hilft da super, mit Wasser verdünnt oder was auch super hilft, aber jetzt nicht beim Bonsai, das sieht doof aus. Eine Mischung aus Milch und Wasser, da gehen dann die normalen Läuse auch ein. Aber bei Schildläusen und auch bei Wollläusen, da fummel ich das wirklich per Hand ab. Bin jetzt hier gerade schon mal am gucken, ob ich noch irgendwo was entdecke. Bei den Schildläusen müsst ihr auch genau hingucken. Ja, wie gesagt, die normalen Läuse, die schwarzen sind hier gerne an den neuen Triebspitzen mal dran, ne? Also hier an den Enden. Da scheint aber jetzt hier alles toi 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 im grünen Bereich zu sein. Ich dachte jetzt gerade schon, ich hätte was gesehen. Und Schildläuse. Wollläuse habe ich jetzt daran noch nicht entdecken können. Mal eben schauen. Ach, noch mehr schneiden wir jetzt mal nicht ab. So, neue Bonsai-Schale haben wir hinten am Start. Ach, eine Sache ist mir jetzt doch noch eingefallen. Wenn das jetzt bei euch schon ganz schön warm sein sollte, wenn ihr die umtopft. Also ich bin jetzt hier gerade, wir haben glaube ich heute, was haben wir denn? Den 8.3. Das dauert auch immer eine Weile, bis die Videos überhaupt mal online gehen. Wenn ihr das jetzt im April machen solltet und das ist schon relativ warm draußen, dann wirklich die Wurzeln auch mal mit einer Wasserspritze ansprühen. Nicht, dass die im schlimmsten Fall hier euch vertrocknen und dann hat die Pflanze letzten Endes einen Schaden davon getragen. Also darauf auch immer noch mal achten. Sicher ist sicher. So, jetzt muss ich aber gleich mal mein Substrat hinzuholen. Ich hätte jetzt nicht gedacht, oder ich hatte es auch nicht mehr in Erinnerung, man hätte jetzt wirklich theoretisch gesehen eine Schale nehmen können, ja, die vielleicht sogar nur die Hälfte der Höhe hat von dieser Schale. Aber ist mir jetzt egal. Ich will, dass es dem super geht. Und dann kommt jetzt ein Teil von dem alten Substrat hier schon mal wieder mit rein. Ich habe nämlich gerade vergessen, mir mein neues Substrat hinzuzuholen. Aber das können wir ja gleich in der Schale mischen. Die Löcher, die habe ich mit sogenannten Abzugsgittern verdeckt. Habe ich nämlich jetzt gerade im Eifer vergessen, euch zu zeigen, wo sind sie. Oder diese Schalen, oder kann ich euch auch hier zeigen? Die haben hier so Abzugslöcher, die Schalen. Und das sind hier diese Gitter, die man dann da drauf macht und dann mit Draht befestigt, damit die nicht hin und her schuckeln. So, wartet mal. Ne? Das sind diese Abdeckgitter für diese Löcher in den Töpfen. Jetzt mal ganz doof gesagt. Da nehmt ihr halt etwas Draht, geht da durch und dann unten drunter, ja, so verzwirbeln. Ich hoffe, man kann das jetzt so einigermaßen sehen. Ist jetzt nicht super schick da unten drunter, aber Hauptsache, das hält, das ist das Wichtigste.
Und das ist halt hier auch mein Weg, mit dem Bonsai umzugehen. Das ist hier wirklich nicht immer so, wie es vielleicht in Büchern steht, weil ich will einfach die Freude an dem Hobby behalten und mich jetzt hier nicht irre machen mit irgendwelchen Büchern. Vor allem, wenn du dann jetzt 100% nach dem Buch arbeiten würdest, oder ich, dann fängst du nur noch an zu meckern über deinen Bonsai. Ne? So nach dem Motto, ach, das passt nicht, das passt nicht. Letzten Endes auch, was das Design von einem Bonsai angeht, immer so machen, wie ihr das halt für schön empfindet. Ich habe jetzt den Boden meiner Schale schon mit etwas neuer und alter Bonsai-Erde aufgefüllt. Ja, und ich persönlich verwende immer eine fertige Bonsai-Erde. Also ich mische jetzt meine Bonsai-Erde nicht selber. Das Einzige, was ich bei der hier mal gemacht hatte, ich hatte noch so ein bisschen Blähton mit eingearbeitet. Also so ganz, ganz kleine Kügelchen. Packe ich mal in die Videobeschreibung, welche ich halt verwendet hatte. So, mal eben hier Lucky Lucky. Ganz noch einen Tacken höher. Nicht mehr viel, aber so ein bisschen. Ich hätte jetzt wirklich im Nachhinein eine flachere Schale kaufen können. Aber nein, nein, ich bleibe mal lieber bei entspannterem Gießen, als da Stress zu haben im Sommer. Wir haben ja auch manchmal Sommer hier um die 40 Grad, so ist es ja nicht. Dann habe ich es halt wirklich etwas einfacher. Einfach machen, wie ihr das halt leiden mögt. So, jetzt haben wir hier unten, dann brauchen wir eine kleine Kuhle. Ach, ich liebe Bonsai. Das Tolle beim Bonsai ist ja auch, wenn du jetzt keinen Platz mehr im Garten hast für, sagen wir mal, ja, zum Beispiel jetzt hier einen Feuerdorn, dann weichst du aus auf Bonsai, weil für einen Bonsai findest du immer irgendwo noch ein bisschen Platz. Zur Not einfach irgendwie ein Regal an der Wand, ne, damit man halt noch mehr Bonsai hinstellen kann. Zu meinem Gucken. Ich fülle das jetzt hier auch nicht bündig bis nach oben hin auf, weil ich lasse hier immer so einen kleinen Gießrand, weil sonst läuft mir während des Wässerns das ganze Substrat so wütt drüber. Ne? Das muss ja nicht sein. Wurzelkralle brauche ich jetzt auch gleich wieder, um das Substrat so richtig schön einarbeiten zu können. Zeige ich euch mal gleich. So, neue Erde kommt hier auch mal schon mal grob mit hinein. Dann nimmt man halt wieder diese Wurzelkralle oder, wenn man das nicht haben sollte, echt einfach einen Schaschlikspieß und arbeitet die Erde peu à peu ein, weil Pflanzen im Allgemeinen, die hassen es, wenn da so Hohlräume an den Wurzeln sind. Dann haben sie arge Probleme, sich zu entwickeln. Und der Kollege hier, der soll ja auch irgendwann mal einen dritten Besitzer erhalten. Ich bin halt Nummer zwei. Und irgendwann stehe ich halt auch davor, was mache ich jetzt mit den Bonsai, wenn ich hoffentlich 101 werde. Da muss man sich ja wirklich mal im Laufe des Lebens dann Gedanken machen, was machst du mit deinen Bonsai, die du hast. Weil ich finde, das ist jetzt einfach irgendwie zu schade, ne? Wenn der dann ja irgendwo eingehen würde. Aber ich würde das auch so machen, wie das bei mir gemacht worden war. Ich würde die einfach verschenken. Hauptsache, die kommen in gute Hände. So wurde das mit mir damals auch gemacht. Ich habe den hier erhalten, muss mal eben überlegen, 2019. Ist schon eine Weile bei mir, hä, mein Kleiner? Ich glaube, die neue Schale sieht geil aus. Sie ist jetzt zwar noch nicht zu 100%. Und dann, wie gesagt, peu à peu einarbeiten. Ich habe ihn jetzt gerade noch etwas nach hinten. Ich muss einmal drum herumlaufen, nochmal eben hier selber gucken, ob wir ihn nicht vielleicht etwas sogar drehen. Noch ist er früh genug. Ja, sowas dauert auch manchmal eine halbe Ewigkeit, bis man sich da mal überhaupt entschieden hat, wie man das gerne haben möchte. Ja, ich glaube, so bin ich zufrieden. Ich werde jetzt meinen Bonsai auch schon mal etwas angießen und dann überprüfe ich mal, ob da noch irgendwo etwas Substrat aufgefüllt werden müsste. Sollte das nicht der Fall sein, dann wird hier direkt mein Arbeitstisch mal aufgeräumt werden und ich werde ihn dann im Anschluss ein klein wenig schneiden, aber wirklich nur so ein ganz klein wenig. Meinen Feuerdorn werde ich jetzt nur noch ein klein wenig in Form schneiden. Bedeutet, diesen Neuaustrieb von dem letzten Jahr schneide ich so auf 2 bis 3 Blättchen zurück. Ich gucke mal, wo fängt das hier überhaupt an zu wachsen, weil ich möchte auf Dauer gesehen ganz viele feine Verzweigungen haben. Und von daher muss das auch mal sein, dass man da überall mal so etwas die Spitzen abschneidet. Und dann habe ich hier noch irgendwo eine Stelle, ja, die könnt ihr jetzt wahrscheinlich nicht sehen. Da wächst ein Ast so ganz fies über Kreuz auf einen anderen Ast. Das wäre dann auf Dauer gesehen ein Problemchen.
weil dann würde da halt eine offene Wunde entstehen und das wollen wir ja nicht. Das hier lasse ich jetzt erstmal noch in Ruhe. Da soll sich nochmal im Laufe der Zeit eine kleine Etage ausbilden. Eigentlich ist er ja größtenteils, ja, was heißt fertig gestaltet, kann es jetzt auch nicht sagen. Aber wie gesagt, ne, jetzt mal hier so die Spitzen wegnehmen, die ich jetzt gerade so aktuell sehe. Oder ich gucke auch nochmal, ob da irgendwo noch in der Pflanze Zweige sind, die so komisch über Kreuz wachsen. Das möchte ich nicht. Ist dann halt, wie gesagt, auf Dauer echt ein Problem und ich wiederhole mich hier gerade aus Versehen. Ja. Mit meiner Konkavzange schneide ich jetzt einen Ast direkt an der Basis ab, also bedeutet halt hier direkt am Stamm. Ich muss mal eben hier gucken, das ist hier gerade echt etwas verwurstet. Ich hoffe, das ist gleich keine dumme Entscheidung, aber no risk, no fun. Mir gefällt es optisch überhaupt nicht. Vielleicht könnt ihr das gleich besser sehen. Hier haben wir eigentlich nochmal einen. Ja, lieber nochmal eben drüber nachdenken, bevor man das abschneidet. So, mal eben gucken. Da muss ich aber noch ein bisschen arbeiten. Aber das kann man jetzt leider wirklich nicht filmen. Also ihr würdet gar nichts davon erkennen. Das ist jetzt ziemlich schwierig. Ah, ich glaube, so könnt ihr das sehen. Ne? Der hier und auch der daneben war hier komplett am Dranscheuern. Jetzt will ich aber diesen Knubbel hier noch ein bisschen hübscher haben. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, ob ich Wundpaste auftragen werde oder ob ich es halt in Ruhe lasse. Muss man eben selber noch etwas darüber nachdenken. Wundpaste hat dann auch irgendwo den Vorteil, zumindest bei den Ahornbäumen, so größere Wunden, da können dann halt keine Pilze in den Baum eindringen. Das ist gerade so ein Riesenproblem bei den Ahornbäumen. Mir sind nämlich schon zwei Ahornbäume wegen dieser Ahornpilzgeschichte leider eingegangen. Von daher machen wir da jetzt gleich etwas Wundpaste drauf. Sicher ist sicher. Da scheiden sich aber auch komplett die Geister. Aua! Müsst ihr aufpassen, der Feuerdorn, der hat... Geistert. Dornen. Hier war eine Stelle, ja, ist wirklich blöd zu filmen für euch. Hier war eine Stelle, da hatte ich auch mal Wundpaste aufgetragen. Jetzt überprüfe ich nochmal die Optik. Doch, also ich persönlich finde es schöner. Hier kann man noch so viel arbeiten an der Pflanze, aber mehr werde ich da jetzt gleich nicht machen, außer noch die Wundpaste auftragen. So, wo ist sie? Für die Laubbäume war... Ich habe jetzt hier meine Wundpaste am Start, habe mir auch schon etwas hinausgenommen und mir eine kleine Kugel rausgeformt. Wenn ihr auch diese Wundpaste verwenden solltet, dann müssen die Finger auf jeden Fall nass sein, weil die klebt sonst mehr an euren Händen als an dem Bäumchen. Meine Finger werden jetzt sogar schon etwas zu trocken, mal eben nass machen. Zack. Man hätte sich auch mal ein Schälchen mit Wasser hinzuholen können. Ich mache die aber auch so drauf, dass hier wirklich alles komplett bedeckt ist. So etwas überlappend dann auf die, ich sag mal, gesunde Rinde und auch darauf achten, dass hier keine Hohlräume irgendwie sind, ne? Dass das wirklich alles gescheit mit der Wundpaste bedeckt ist. Aber, wie bereits gesagt, beim Thema Wundpaste, da scheiden sich auch die Geister. Aber ich denke mir jetzt gerade, sicher ist sicher, dann heilt es auch ein bisschen schneller. Noch mehr werde ich jetzt nicht an meinem Feuerdorn arbeiten und bis mindestens Mitte März bleibt er hier auch noch in meiner unbeheizten Werkstatt stehen. Man kann ihn auch das ganze Jahr über draußen halten, aber ich persönlich gehe da lieber auf Nummer sicher und stelle ihn immer so Ende Oktober oder Anfang November hier halt in die Werkstatt hinein. Und wenn er dann wieder nach draußen kommt, dann erhält er bei mir einen vollsonnigen Standort. Ja, und ich bin jetzt auch im Nachhinein froh, dass er jetzt endlich meine neue Schale erhalten hat. Aber das ist ja letzten Endes immer alles Geschmackssache. Aber mir persönlich gefällt die neue Schale auf jeden Fall zu 100% schon mal besser als die vorherige Schale. Ja, und dann werde ich mich jetzt auch mal an dieser Stelle bei euch verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, eure Pink Peach. Bye!